Verehrte Geschwister, wir sprachen letzte Woche über die Diener des Alabamas. Und ich möchte eine kurze Zusammenfassung bezüglich des ersten Teils geben. Eine Zusammenfassung wie auch eine Weiterführung einiger Punkte. Zunächst einmal, wir laufen auf der Erde und wir sind nicht in der Welt versunken. Ja? Yamshuna alal ard und nicht fil ard, im Gegensatz zu denjenigen, die stolz auf Erden umherlaufen, wie Allah Ta'ala bereits uns im Koran dazu ermahnte. Und wir sind aber in der Erde aktiv und Allah Ta'ala erwähnte das Verb laufen, gehen. Ja? Yamshuna alal ard. Sie laufen auf der Erde. Das heißt, da ist Bewegung drin, aber keine Übereilung, geehrte Geschwister. Eine andere Ayah aus Suratul Mulk. Allah Ta'ala sagt dort: Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilayhin nushur. Er ist derjenige, der für euch die Erde fügsam, nachgiebig gemacht hat. Ja, dhalul, auch vom Wort dhul, ja? Die Erde ist sowieso niedrig, ist gering geschätzt. Und Allah Ta'ala hat sie uns gefügig gemacht. Und stattdessen wollen andere Menschen der Erde gefügig sein. So zieht in ihren Gegenden umher, ja, wortwörtlich auf den Schultern. Ja, lauft auf der Erde, lauft auf der Erde. Famshu fi manakibiha. Wenn ihr euch jetzt fragt, okay, wortwörtlich auf den Schultern der Erde, warum nicht auf dem Kopf? Ja, was für eine Frage. Die Erde hat keinen Kopf. Die Erde, liebe Geschwister, hat keinen Kopf. Auf der Erde muss man Kopf haben. Wenn man selbst keinen Kopf auf der Erde hat, die Erde hat keinen zu bieten. Allah Ta'ala sagte, lauft auf den Schultern. Lauft auf ihren Gegenden. Lauft auf der Erde. Und er sagte nicht, und dies ist in Bezug auf die Wohnstätte des Jenseits häufig der Fall und wiederholt auch in verschiedenen sprachlichen Aufforderungen. Allah Ta'ala sagt in Bezug auf das Jenseits, sabiqu, und habt einen Wettbewerb, und sari'u, und beeilt euch. Ja, wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Und dafür mögen die Konkurrierenden Konkurrenz haben. Ja. Natürlich unterstützen wir uns gegenseitig, und auch das ist Teil der Konkurrenz. Oh, guck, der Bruder hilft dem anderen Bruder, aber viel mehr als ich. Ja? In diesseitigen und in jenseitigen Angelegenheiten. Das heißt, unsere Konkurrenz ist eine besondere Konkurrenz. Wir konkurrieren darum, anderen helfen zu können. Im Diesseits wie im Jenseits. Subhanallah. Das heißt, wir laufen auf der Erde, aber wir beeilen uns nicht und wir haben auch keinen irdischen Wettbewerb untereinander. In Bezug darauf, dass wir gegenüber den Unerzogenen, den Ungezogenen, denen, die provozieren wollen, dass wir diesen gegenüber eine friedliche Haltung haben. Wir wissen, wer wir sind und wir werden unsere Ziele erreichen. Aber wir lassen uns nicht in zeitraubende Streitereien verwickeln. In Bezug darauf, Allah Ta'ala nennt dies im Koran Abwehr. Allah Ta'ala nennt dies im Koran Abwehr. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنُ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. Die gute Tat ist der schlechten eben nicht gleich. اِدْفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Sondern wehre ab mit dem, was besser ist. Ja? اَدْفَعَ, اِدْفَعَ. Wehre ab mit dem, was besser ist. Das ist das Schutzschild des Muslims, während er mit anderen, die wie gesagt unwissend sind, die unerzogen, ungezogen sind, ja, Umgang pflegt. Und wir holen unsere Kraft, geehrte Geschwister, für diese kraftraubende Arbeit und Aufgabe von Allah Ta'ala im Gebet und im Speziellen im Nachtgebet. Im Speziellen im Nachtgebet. Und wir spenden von dem, was wir haben, aber ohne dann am Ende selbst bedürftig zu sein, beziehungsweise noch schlimmer, uns in einer Notlage zu befinden. Ja, sondern wir gehen den Weg dazwischen, wie Allah Ta'ala erwähnt. Ja, für diejenigen, die diese Woche die letzte Woche nicht mitbekommen haben, wir sprechen über die Diener des Alabamas, und das ist
Der letzte Abschnitt von Suratu, Al-Furqan, der 25. der Abfolge nach, der Unterscheidung, ungefähr 1,5 Seiten vom Koran, studieren wir gemeinsam. Und letzte Woche genügte die Zeit nicht, ohne dass ich das geplant hätte. Die Zeit geht sehr schnell, wenn man hier steht, liebe Geschwister, und mit dem geliebtesten Umgang pflegen darf, was es auf Erden gibt, mit dem Koran und der Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann sprach Allah Ta'ala darüber, dass die Diener des Alabamas diejenigen sind, die ihm niemanden beigesellen und die niemanden töten, außer gemäß dem Recht, und diejenigen, die keine Unzucht begehen. Und er sprach über die Strafe der Hölle, und wir sprachen über die Sinnhaftigkeit der Strafandrohung und dass dies dazu führt, dass wir Alhamdulillah die Grenzen dann einhalten, wenn wir sie potenziell übertreten könnten. Also es gibt einen pädagogischen Sinn für der Strafandrohung, einen pädagogischen Sinn der Strafandrohung. Und dann sagte ich, subhanallah, der Höhepunkt steht noch bevor. Mein persönliches Urteil, was nichts wiegt, aber der Höhepunkt steht aus meiner Sicht der Dinge bevor, und inshallah werden wir diesen Höhepunkt heute miteinander durcharbeiten dürfen. Denn Allah Ta'ala, er nahm aus der Hölle hinweg, also er nimmt die folgenden Menschen aus der Strafe heraus: Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima. Außer denjenigen, also Hölle wird, diejenigen kommen in die Hölle, die, wie gesagt, Allah Ta'ala etwas beigesellen und die töten und die Unzucht begehen. Und nun außer denjenigen, die was tun? Illa man taba, diejenigen, die bereuen. Wa amana, und Iman haben. Wa amila amalan saliha, und diejenigen, die Gutes tun. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat. Denen tauscht Allah Ta'ala ihre schlechten Taten in gute Taten um. Subhanallah. Das ist Allah Ta'ala. Und weiter sagt Allah Ta'ala sinngemäß: Und wer bereut und Gutes tut, der hat wahrhaftig Reue geleistet. Der begeht wahrhaftig Reue. Es kamen einige Menschen zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und die waren seelisch belastet gewesen. Ja, sie sind Muslime geworden, Alhamdulillah, und sie haben viel gemordet und sie haben auch viel unzüchtige Handlungen vorausgeschickt. Und sie kamen mit dieser belasteten Seele zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie Ibn Kathir unter anderem erwähnt in seinem Koran-Kommentar. Und er sagt, ja, was ist mit uns zu machen? Was sollen wir machen? Und zwei Ayat, liebe Geschwister, sind herabgesandt worden. Die, die ich gerade rezitiert habe, wie auch eine andere, 39, 53, in der Allah Ta'ala uns alle dazu einlädt: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Sprich, o meine Diener, die ihr euch gegen euch selbst versündigt habt. Ihr wart selbst Übertretende, ihr wart euch selbst gegenüber Übertretende. Ja, wer Allah Ta'alas Gesetz übertritt, der ist auch aggressiv gegen sich selbst. Er übertritt gegen sich selbst, gegen seinen angedachten Lebenssinn. Verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs, denn Allah vergibt ja die Sünden alle. Vergibt alle Sünden. Denn er ist vergebend und barmherzig. Das war die zweite Aya. Es gab zwei Ayat, die zu dieser Situation nochmal herabgesandt wurden von Allah Ta'ala. Das heißt, man sollte nicht verzweifelt sein, sondern Allah Ta'ala vergeben, Allah Ta'ala um Vergebung bitten, und er wird uns vergeben.
Und dann diese Aya, liebe Geschwister, die ich zuerst rezitiert habe, nämlich, was soll man tun? Man soll bereuen, man soll Iman haben. Ibn al-Qayyim führt aus, weil es ist eine Frage, eine berechtigte Frage. Würde man bereuen, wenn man keinen Iman hat? Iman ist eine Voraussetzung. Und Iman müsste somit an erster Stelle erwähnt werden. Ibn al-Qayyim, er kommentiert dies damit, er sagt, hier ist eine andere Form von Iman gemeint, nämlich Iman daran haben, dass Allah Ta'ala einen stets sah und hörte, als man die Sünden begangen hat. Das ist eine besondere Erklärung von Ibn al-Qayyim. Unabhängig davon, also Iman haben, bereuen und Gutes tun. Und so haben auch die Großgelehrten zwei verschiedene Auffassungen in Bezug auf die Bedeutung dieser Aya. Bereuen, Iman haben und Gutes tun. Und dass diese Menschen ihre schlechten Taten in gute Taten eingetauscht bekommen. Imam at-Tabari erwähnt beide Auffassungen und er sagt, dass Allah nicht einfach so den Menschen ihre schlechten Taten in gute Taten eintauscht, sondern er ermöglicht ihnen, gute Taten zu tun. Und anstelle ihres Schirks gibt er ihnen eine reine Ibadah, anstelle ihres Tötens ermöglicht er ihnen zu verteidigen, im Recht Krieg zu führen, und anstelle ihrer Sinner, ihrer Unzuchtshandlungen, ermöglicht er ihnen Heirat. Das heißt, wir können in unsere Leben schauen, aufbauend auf diesem Verständnis, und sagen, Subhanallah, wie viele gute Taten tue ich, von denen ich erwarten darf, dass sie meine anderen schlechten Taten nicht nur auslöschen, sondern ermöglichen, dass diese somit in gute Taten umgewandelt werden. Das gehört zur Reue dazu, liebe Geschwister. Und darauf aufbauen können wir uns fragen, haben wir richtig bereut? Die Frage ist nicht, hat Allah Ta'ala uns dies gegeben? Ja, weil wir kennen Allah, das ist einer seiner Namen, At-Tawwab, derjenige, der die Reue annimmt. Ja, und das ist die Intensivform in der Sprache, nicht At-Ta'ib, sondern At-Tawwab, derjenige, der die Reue annimmt. Er ist der, der er ist, für den er sich erklärt hat. Aber sind wir diejenigen, zu denen Allah Ta'ala uns auffordert, zu gehören? Und wenn wir merken, in unserem Leben sind nicht diese vielen guten Taten enthalten, dann fangen wir an bei der Taube. Ja, wir gehen nochmal zur Startlinie, zum Start des Ganzen und sagen, wir müssen richtig bereuen. Wir müssen tief in unserem Herzen gehen und unsere Schlechtigkeiten mit Scham betrachten. Nicht mit Stolz. Ja, ich habe damals so und so viel getrunken. Damals so und so viel dies und das gemacht. Und meine Akte ist so und so. Nein. Wer so schon anfängt, als ob er Medaillen auspackt, als ob er Pokale präsentiert, der bereut nicht wirklich, weil er sich nicht schämt. Weil er nicht verabscheut. Alhamdulillah. Die andere Erklärung, liebe Geschwister, ist, dass Allah Ta'ala tatsächlich für diejenigen, die bereuen und Iman haben und Gutes tun, tatsächlich deren schlechten Taten in gute Taten umwandelt. Dass diese schlechten Taten also weg aus den Registern sind und in positive Taten umgemünzt worden sind. Ibn Kathir erwähnt an dieser Stelle einen Hadith. Imam Muslim verifizierte ihn, dass am Tage des Gerichts der Mensch, der die Hölle verlassen hat dürfen, er war der schlechteste Mensch überhaupt, der das Paradies wird betreten dürfen, gehört also immerhin noch zu den Guten, aber eben zu den Letzten unter diesen Guten. Ja, zu den Besten unter den Schlechtesten und zu den Schlechtesten der Guten. Und diese Person, und wohl Menschen, die ihm gleich sind, sie wird die kleinen Sünden, erstmal die kleinen Sünden, vorgetragen bekommen. Und natürlich ist das eine Situation der Angst, weil man weiß nicht, was passiert. Die Person weiß nicht, was passiert. Amilta yoma kada, kada wa kada.
Ja, hast du dieses und jenes getan? Hast du dieses und jenes getan? Und die Person, sie wird nichts zurückweisen können. Und dann wird ihr gesagt werden, subhanallah, ein bedeutender Wendepunkt. فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً. Für jede dieser schlechten Taten bekommst du anstelle dessen etwas Gutes, eine gute Tat gut geschrieben. Die Person, als sie diese Gnade erfährt, müsst euch vorstellen, ja, ihr kriegt eure schlechten Taten vorgehalten. Da fühlt man sich nicht wohl, man weiß auch nicht, was passiert. Vielleicht muss man wieder zurück in die Hölle. Vielleicht ist das eine Form der Strafe und man wird wiederholt in die Hölle geschickt. Woher will die Person das wissen? Auf einmal bekommt die Person natürlich ja, Hoffnung und Glückseligkeit ins Herz. Und dann sagt sie, oh Allah, ich habe noch weitere schlechte Taten. Ja, es gibt Taten, schlechte Taten, die ich begangen habe und ich sehe sie hier nicht. Weil sie will, dass die schlechten Taten noch weiter präsentiert werden, damit sie in gute Taten umgewandelt werden. Und schlechte, weil der Prophet hat auch in diesem Moment gelächelt, als er davon berichtete. Und zwar so, dass man seine Backenzähne gesehen hat. Das heißt, subhanallah, der Prophet, er hat das gesehen, gespürt, gerochen, diese Situation, als er davon berichtete. Ja, das heißt, wenn wir diesen Hadith berichten, liebe Geschwister, dann sollen wir auch lächeln dabei. Alhamdulillah, so dass man unsere Backenzähne dabei sieht. Ja? Ich habe übrigens nachgeschlagen, ob es die hinteren oder die vorderen Backenzähne war oder ob das einfach nur allgemein die Backenzähne gewesen sind, aber ich konnte in der Zeit das nicht nachschlagen. Ja, ich habe recherchiert und ich bin da nicht auf die richtigen Quellen gestoßen. Ja? Aber die Backenzähne müssen dabei sichtbar sein. Subhanallah. Wir haben also viel vor, liebe Geschwister. Ja? Wir nutzen die Zeit und bereuen. Wir planen unser Leben und tun Gutes. Ja? Und übrigens, diese beiden Erklärungen, sie widersprechen sich nicht. Diese beiden Erklärungen widersprechen sich nicht. Das eine kann möglich sein, ohne das andere auszuschließen. Wir hoffen, dass unsere schlechten Taten einfach so in gute umgewandelt werden. Aber wir wollen auch hier gute Taten tun. Und beides erklärt einen Aspekt. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Bereuen, Iman haben und Gutes tun. Das heißt, diese Personen, die tun ja Gutes. Allah Ta'ala verhilft ihnen dazu, auch Gutes zu tun. Und das ist die, ja, فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابَ. Und sicherlich diese Person, sie ist es, die richtige Reue begeht. Das heißt, bereuen ist, liebe Geschwister, ein Akt des Herzens, wie es auch eine Aktivität des Körpers ist. Reue ist eine Energie. Eine Energie, die umgesetzt werden muss. Mögen wir, inshallah, das Ergebnis unserer Reue sehen und mögen anderes auch sehen und spüren dürfen. Allahumma amin. Imam At-Tustari, Sahl At-Tustari, der große Asket, er sagt, dass zur Tauba dazugehört, dass man eine Barriere zwischen sich und dem Verbotenen aufrichtet und diese Barriere besteht aus Erlaubtem. Das gehört zur wahrhaftigen Tauba dazu. Aber wenn wir überlegen, wenn wir genau zurückverfolgen, wie kam es dazu, dass wir gesündigt haben? Wie kam es dazu? Ja, wir spulen den Film zurück und sehen, das eine führte zum anderen. Ja, das eine war noch erlaubt und dann fing es an, in die Grauzone überzugehen. Ja, aus dem Erlaubten kam man dann in das Verabscheute. Und aus dem Verabscheuten, vom Verabscheuten kam man dann ins Verbotene. Und zur wahren Tauba zählt, dass man eine Barriere zwischen sich und dem Verbotenen aufstellt, die aus Erlaubtem besteht. Dann hat man auch eine Art Sicherheitszone. Ein Puffer. Ja? Wenn man fällt, dann fällt man sanft und weich. Immer noch auf Erlaubtem. Anders als diejenigen, die sich ständig am Rande bewegen. Ja? Und diese Einstellung haben, ist ja nur Makruh. Ja. Ein Bruder sagte dazu, die Nahestehenden Allah Ta'alas haben niemals in ihrem Leben gesagt, es ist nur Makruh. Ja, vielleicht haben sie es mal gedacht, aber dann haben sie diesen Gedanken sofort bereut. Ja. Weil wir wollen zwischen uns
und der Sünde eine Barriere haben, einen Puffer haben, der aus Erlaubtem besteht. Damit, wenn wir eines Tages fallen, ja, dann fallen wir sanft auf Erlaubtem. Deswegen sagt man auch, die schlechten Taten der Allah Nahestehenden sind gute Taten für diejenigen, die von ihm entfernt sind. Ja? Weil wenn ein Allah Ta'ala Nahestehende mal ja, etwas Schlechtes tut, dann ist das nicht an und für sich schlecht. Es ist im Vergleich schlecht für die Leute, die sich in seiner Liga befinden. Im Vergleich zu ihm selbst. Aber im Vergleich zu denjenigen, die von Allah Ta'ala weit entfernt sind, ist das immer noch eine gute Tat. Und da dürfen wir, inshallah, mehr an uns arbeiten. Wir machen gegenseitig auch Dua für uns, dass Allah Ta'ala uns dabei unterstützt. Und nun, liebe Geschwister, die Auflistung wird fortgeführt. Allah Ta'ala sagt, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ زُورًا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Also diejenigen, die das Falsche, das Nichtige nicht bezeugen und die, wenn sie an leerem Gerede vorbeikommen oder auch an Nichtigem ja, vorbeikommen, sie wenden sich auf eine edle Art und Weise ab. Ja? Marru kirama, als edle, als großzügige. Ja? Ziehen sie sich wortwörtlich aus der Affäre. Ja, sie vermeiden diese alles Übel. Ja? Wenn man im Tafsir nachliest, ja, von At-Tabari beispielsweise, dass man Schirk, vom Schirk weggeht, von der Lüge weggeht. Ja? Gesang wird auch erwähnt, ja, weil im Gesang ist übermäßig und häufig wird worüber geredet, dass man seine Hausaufgaben machen soll ja. Und über edle Eigenschaften, nein, meistens ja, über Sexualität wird gesprochen und Grenzüberschreitungen verschiedenster Art und Weise, ja, dass man davon sich zurückhält. Und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, dass zum guten Muslimsein zählt, das zu lassen, was einen nichts angeht. Imam al-Tirmidhi hat unter anderem diesen Hadith überliefert. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar, tarkuhu ma la ya'ani. Und Ibn al-Qayyim, und hier kann ich mich irren, aber ich weiß, dass es ein Großgelehrter gesagt hat, ich meinte, dass es er war. Er sagte, wenn man nicht das lässt, was einen nichts angeht, dann wird man nicht Zeit dafür haben, was einen angeht. Wir haben alle vor 2 Wochen, also nicht alle, aber ich war ja nicht da und viele andere Geschwister auch nicht, die wundervolle Khutba von unserem Ustaz Samuel Dogan gehört. Das gehört zu seinen Eigenschaften, die ich bezeugen kann, seit Jahren. Er konzentriert sich, geehrte Geschwister. Er konzentriert sich auf das, was ihn angeht. Deswegen konnte er so gut Arabisch lernen. Deswegen hat er ein Abitur mit 1,0. Deswegen hat er einen Bachelor-Abschluss von 1,0 und einen Master-Abschluss mit 1,0. Und macht das, was er weiterhin macht. Und wir bitten Allah Ta'ala um Erfolg und dass wir die Früchte seiner Arbeit bald kosten dürfen. Das ist dann so ein wunderbarer Fruchtsalat mit Vitaminen und Nährstoffen und Mineralien und viel Energie, Alhamdulillah. Weil er sich auf das konzentriert, was ihn angeht. Und das lässt, was ihn nichts angeht. Sonst haben wir keine Zeit. Und die Problematik ist in der heutigen Zeit, liebe Geschwister, oder für unsere Situation gesprochen, im Speziellen, dass medial so viel Müll zusammengetragen wird und über so viele Wege verbreitet wird über die sozialen Netzwerke, dass kaum einen etwas erreicht, was einen wirklich angeht. Und da fängt ja, der Abstand an, dass man sagt, keine sozialen Medien, kein Fernsehen. Ja, wenn man etwas zu untersuchen, zu recherchieren hat, dann recherchiert man über wissenschaftliche Wege und auf eine recherchierende Art, nicht auf eine, okay, ich weiß nicht, was ich jetzt sehen werde, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt hier versunken sein werde, ich weiß nicht, wie das mein Herz wird beeinflussen, ich weiß nicht, ob ich vom Erlaubten ins Verabscheute komme und vom Verabscheuten ins Verbotene komme. Ich weiß auch nicht, wie ich wieder aus dem Verbotenen rauskomme und mit welchen Konsequenzen.
und üble Nachwirkungen und mit welchen Risiken? Nein, so nicht. Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Hast du dein Gebet alle gebetet? Hast du Sehnsucht auf das nächste Gebet? Hast du mal deine Eltern gefragt, deine Familie, was zu tun ist? Schau mal in den Kühlschrank rein und vielleicht vermisst du etwas. Vielleicht erstellst du mal selber eine Liste und kaufst ein mit dem Geld, was du selbst verdient hast. Ja. Und natürlich, ihr wisst, die Spardose ist wichtig. Für die Unverheirateten, die Spardose für die Hochzeitskosten ist auch wichtig. Eure Macherdose. Ja. Und wenn man dann nur mit dem beschäftigt ist, was einen selbst weiterbringt, Alhamdulillah, dann braucht man auch nicht mehr filtern. Ja, die Manager sprechen davon, dass man 4 Quadrate, dass der Terminplan aus 4 Quadraten stets besteht. Man arbeitet in dem, was wichtig ist. Wichtig hat 2 Quadrate. Aufgeteilt in wichtig dringend und wichtig nicht dringend. Aber wir Menschen, wir sind meistens mit dem befasst, was dringend ist, aber nicht wichtig. Stimmt's? Immer alle dringlichen Sachen. Und manchmal wäre das sogar noch gut, weil viele Leute noch nicht mal mit dem beschäftigt sind, was dringend ist, sondern sie leben an ihrem eigenen Leben vorbei. Abgelenkt und beschwallt, nur vom Nichtigen, nur vom Leeren. Ja, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ زُورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Es nicht bezeugen. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ala wa qawlu zur, ala wa shahadat hazur. Ala wa shahadat hazur. Ja, und er wiederholte dies so oft. Ja, er warnte davor, vor der falschen, der nichtigen Aussage und vor dem Bezeugen dieser. Also nicht, dass man selber nicht verwickelt ist, der Begehende, sondern man soll dabei auch nicht, wozu bezeugt man dies überhaupt? Wozu bezeugt man dies überhaupt? Ja, weil man sich nicht mit dem befasst, was einem auferlegt wurde, sondern mit dem befasst, was einen nichts weiterbringt. Und somit ist der gute Islam der Person nicht vervollständigt. Denn dieser ist erst vervollständigt, wenn er sich mit dem befasst, was ihn etwas angeht und das lässt, was ihn nichts angeht, geehrte Geschwister. Lass uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns vergeben kann. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Und diejenigen, die, wenn sie mit den Zeichen ihres Herrn ermahnt werden, ihnen gegenüber nicht taub und blind niederfallen. Das ist eine interessante Passage im Koran. Viele Dinge werden 2-mal erwähnt. Am Anfang, وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Diejenigen, die in der Nacht beten und Sujud machen, sich niederwerfen und im Gebet stehen. Und hier werden diejenigen erwähnt, ja, wenn Allah Ta'ala sie erinnert durch Zeichen, sie fallen nicht taub und blind nieder. Das heißt, wir stellen fest, geehrte Geschwister, so oder so werden wir niederfallen im Leben. Entweder auf geehrte Art und Weise in der Niederwerfung, damit wir ein Diener Allah Ta'alas sein dürfen, oder taub und blind mit verhärteten, verschlossenen Herzen und dadurch erniedrigt von der gesamten Schöpfung, weil man an seinem Lebenssinn vorbei gelebt hat. Aber niemand wird hier die Ibadah verweigern können und dann
erhobenen Hauptes stehend ein Denkmal errichtet bekommen. Nein. Was sind denn Zeichen von Allah Ta'ala? Liebe Geschwister, immer wenn eine Sünde sich uns präsentiert, dann haben wir auch eine Stimme, einen Engel, der uns zum Guten auffordert und der diese Sünde vermeiden möchte, indem er uns Gutes zuspricht, wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und Allah Ta'ala gibt uns Zeichen. Aber wenn wir darauf nicht eingehen, geehrte Geschwister, dann verhärtet sich das Herz. Ich habe hier ein Buch geschenkt bekommen, Tibbul Qulub, Heilung der Herzen, von Ibn Qayyim. Daraus wollte ich euch vorlesen. Ab Seite 27. Zu den Zeichen seiner Gesundheit, er meint das Herz, zählt, gehört, dass es über einen entgangenen Wird mehr verletzt ist als ein Eifriger über den Verlust seines gesamten Vermögens. Ja, der Wird ist das, was man täglich als Mahlzeit zu sich nimmt in Sachen Koran, Wiederholung oder dass man täglich eine gewisse Koranportion liest, gewisse Bittgebete, Adhkar, die vom Morgen, die vom Abend. Ja? Jeder Mensch sollte so etwas haben, ja? Wo er, wie gesagt, Koran wiederholt, Koran neu auffrischt, Koran auswendig lernt und die Bittgebete vom Morgen und vom Abend vorträgt. Ja, das ist Standard und dass man den Koran am besten monatlich, ja, durch 20 Seiten täglich jeweils liest. Ja, deswegen ist der Koran in 30 Teile eingeteilt worden. Ja, später von den Gelehrten. Das hat der Prophet so nicht angeordnet, aber es macht Sinn. Ja, und Alhamdulillah hilft der Ibadah und widerspricht dieser nicht. Ja. Und dass man, wenn man seine Portion verpasst hat vom Tag, dass man darüber trauriger ist, als wenn man als Händler sein gesamtes Vermögen verloren hat. Zu den Anzeichen seiner Gesundheit gehört, dass es den Dienst vermisst, den Gottesdienst, wie ein hungriger Speis und Trank. Dass mit jedem Beginn eines Gebets sämtliche diesseitige Sorgen und Kummer entweichen. Und die Beendigung des Gebets fällt ihm schwer, denn in diesem findet er seine Ruhe und Glückseligkeit. Ja. Den Rest könnt ihr inshallah nachlesen. Das ist ein sehr gutes Buch, Alhamdulillah, auch sehr gut aufbereitet und eingeteilt. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min. Wir bitten dich mit all deinen Namen. Bitte vergib uns, Ya Ghafir, Ya Ghafur, Ya Ghaffar. O Allah, bitte liebe uns, Ya Wadud. O Allah, bitte lösche unsere Sünden, Ya Afu. O Allah, bitte schenke uns dein Licht und deine Rechtleitung, Ya Nur, Ya Nurus Samawati wal Ard. Ya Hafiz, Ya Hafiz, bitte beschütze uns. Ya Nasir, bitte unterstütze uns. Ja Allah, schenke uns deine Bewahrung und deine Vergebung und deinen Schutz und deine Gnade. Und bitte gib uns alles, was der Prophet Muhammad sallam von dir beten hat. Und bitte schenke uns Schutz, vor allem, wo auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Schutz gebeten hat. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.